Herzlich willkommen, lieber Tierfreund, zu einem ganz besonderen Video auf unserem Kanal TierExplore. Heute widmen wir uns einem interessanten Thema, die 20 beliebtesten weiblichen Katzennamen in Deutschland. Namenswahl für unsere Samtpfoten ist etwas ganz Besonderes, denn sie begleiten uns oft ein Leben lang. In diesem Video werden wir dir nicht nur die Namen präsentieren, sondern auch ihre Bedeutungen und vielleicht die eine oder andere Inspiration für deine eigene Katze geben. Also, lass uns gemeinsam eintauchen in die faszinierende Welt der Katzennamen. Luna. Der Name Luna stammt aus dem Lateinischen und bedeutet der Mond. Bella. Der Name Bella ist italienische Kurzform von Arabella oder Isabella und bedeutet schön oder hübsch. Martha. Martha ist eine Variante des weiblichen Vornamens Martha. Der Name Martha stammt ursprünglich aus dem Aramäischen und Hebräischen und ist mit der Bibel verbunden. Er bedeutet oft die Herrin oder die Herrin des Hauses und wird in diesem Zusammenhang häufig als ein Ausdruck von Respekt und Autorität angesehen. Daisy. Der Name Daisy ist eine englische Kurzform des Namens Margaret, auf Deutsch Margarete, und wird oft als eigenständiger Name verwendet. Er stammt von der englischen Bezeichnung für die Blume Gänseblümchen ab, das ebenfalls Daisy lautet. Mokka. Der Name Mokka ist ursprünglich nicht ein Vorname, sondern bezieht sich auf eine bestimmte Art von Kaffee. Mokka ist eine Art von Kaffeebohne. Mokka kann jedoch auch als ein ungewöhnlicher, aber kreativer Name für eine Katze verwendet werden. Es hat keine traditionelle Bedeutung als Vorname, aber seine Assoziation mit dem köstlichen Kaffeegetränk könnte eine positive und angenehme Assoziation haben. Nala. In einigen afrikanischen Sprachen, insbesondere im Swahili, bedeutet Nala Geschenk oder Gabe. In einigen indischen Sprachen, wie zum Beispiel im Sanskrit, kann Nala die Lotusblume bedeuten. Rosi. Der Name Rosi ist eine Koseform des weiblichen Vornamens Rose und wird oft als eigenständiger Name verwendet. Rose ist englischen Ursprungs und leitet sich von der gleichnamigen Blume ab. Sarah. In einigen Interpretationen kann Sarah eine Variante des hebräischen Namens Sarah sein, der die Fürstin oder Prinzessin bedeutet. In der arabischen Sprache kann Sarah die Blume oder Blüte bedeuten. In einigen slawischen Sprachen kann Sarah als eine Variante des Namens Sarina verwendet werden, was die Königin bedeutet. Mini. Ursprünglich ist Mini eine Kurzform von Wilhelmina. Der Name setzt sich aus den althochdeutschen Elementen Vilio, Wille und Helm, Schutz, zusammen. Frida. In einigen spanischen und skandinavischen Kulturen wird Frida als Variante des Namens Frieda verwendet, der vom deutschen Friede kommt, was Frieden bedeutet. In diesem Sinne könnte Frida als die friedliche oder die friedensliebende interpretiert werden. Lilly. Der Name Lilly ist eine Variante des Namens Liliane bzw. Liliana. Er leitet sich von der Bezeichnung der Blume Lilie ab. Die Lilie ist eine Blume, die oft mit Reinheit, Schönheit und Anmut assoziiert wird, und sie hat eine lange symbolische Geschichte in verschiedenen Kulturen. Emma. Der Name Emma ist ein alter germanischer Name, der sich von dem Wort Ermen oder Irmen ableitet, was groß, gewaltig oder mächtig bedeutet. Daher kann Emma als die mächtige oder die starke interpretiert werden. Muffin. Der Name Muffin ist ursprünglich kein traditioneller Vorname, sondern wird in erster Linie als Bezeichnung für ein beliebtes Gebäck verwendet. Manchmal wird Muffin jedoch auch als ein ungewöhnlicher, aber kreativer Name für Haustiere oder sogar für Menschen verwendet. Sophie. Sophie ist ein Name, der aus dem Griechischen stammt und Weisheit bedeutet. Es ist ein weit verbreiteter und beliebter Name in vielen Ländern. Mia.
Mia ist oft eine Kurzform von Namen wie Maria oder Emilia. In einigen slawischen Sprachen kann Mia, mein oder meine, bedeuten. Amy. In manchen Interpretationen wird Amy als eine Abkürzung des französischen Wortes Aimé betrachtet, was geliebt oder die Geliebte bedeutet. Der Name kann auch von dem lateinischen Wort Amicus abgeleitet sein, was Freund bedeutet, oder von Amatus, was geliebt bedeutet. Maja. Maja ist in Schweden und Norwegen eine Koseform des Namens Maria und wird oft als eigenständiger Name verwendet. In der griechischen Mythologie ist Maja eine der Plejaden und die Mutter des Gottes Hermes. In einigen slawischen Sprachen, wie zum Beispiel Slowenisch und Kroatisch, ist Maja der Name des Monats Mai. Leo. Seit einigen Jahren wird Leo auch als eigenständiger Name für Mädchen vergeben, nämlich als Kurzform von weiblichen Namen auf Leo, so etwa Leonie, Leona, Leonora. Lucy. Der Name Lucy ist eine englische Kurzform des Namens Lucia oder Lucille. Er stammt vom lateinischen Namen Lucia ab, der wiederum vom lateinischen Wort Lux abgeleitet ist, was Licht bedeutet. Daher kann Lucy als die Lichtbringende oder die Strahlende interpretiert werden. Mimi. Der Name Mimi ist eine Koseform, die oft für weibliche Vornamen wie Maria oder Miriam verwendet wird. Es kann auch eine eigenständige Variante des Namens sein. Das waren sie, die 20 beliebtesten weiblichen Katzennamen in Deutschland. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß bei der Entdeckung dieser wundervollen Namen wie wir. Vielleicht hast du sogar den perfekten Namen für deine eigene Katze gefunden. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du noch mehr spannende Inhalte rund um Tiere sehen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal, TierExplore. Hier gibt es regelmäßig neue Videos zu den unterschiedlichsten Themen aus der Tierwelt. Also, drücke auf den Abo-Button, aktiviere die Glocke, um keine Benachrichtigung zu verpassen, und lass uns gemeinsam die faszinierende Welt der Tiere erkunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.